So, da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge Minecraft. Ich schau grad mal kurz auf die Uhr, damit ich gleich nicht wieder gucken muss. Okay. 17.24 Uhr. Boah, ich nehme mal relativ früh auf heute. Ich habe gerade eben was entdeckt. Ja, ihr seht es gerade auch. Ich habe mich hier gerade mal kurz umgeguckt, habe sonst nicht weiter gespielt. Ein NPC-Dorf. Mache ich mir mal wieder so einen tollen Wegpfeiler hier hin. Also ich habe schon zwei oder dreimal Diamanten in so einem NPC-Dorf gefunden. Oder zumindest mal Eisen. Ich habe auch sogar schon, Obsidian habe ich auch schon da gefunden. Ey, mit Steindach? Ich habe jetzt immer nur mit Holzdächern gesehen. Das ist ja mal cool. Hallo meine Freunde. Und mit Sandstein gebaut, was jetzt bei dem Texturenpack irgendwie merkwürdig aussieht, aber... Ich hab jetzt mal nur aus Holz, so Holzhäuser gefunden von denen, noch nie so aus Stein und so. Das ist ja mal cool. Könnten wir uns doch eigentlich auch hier auch niederlassen. Nee, das wäre jetzt doch zu blöd. Wo habt ihr eure Schätze versteckt? Ich hol die mal ab. Die grinsen mir zu viel. Aber es scheint dunkel zu werden, sonst wären die nicht im Haus. Was? Habt ihr keine Schätze versteckt? Keine Schätze? Schwert bekloppt, ihr müsst doch hier Schätze haben. Ich klau mir euer Gold, oder was immer ihr da versteckt habt. Ah, da ist doch mal eins. Ah, Gold. Zwei Diamanten! Juhu, juhu! Und Obsidian. Aber das reicht noch nicht vom Portal, ne? Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Portal überhaupt funktioniert. Weil, letztes Mal konnte ich ein Portal bauen, wo ich wollte. Ich kam im Nether immer wieder an derselben Scheißstelle an. Ich habe Angst, dass es mir jetzt wieder passiert und dann komme ich hier gar nicht mehr zurück. Warte mal, da waren wir doch schon drin, ne? Aber die haben meistens immer, ich finde immer in der Regel bis zu zwei Truhen bei denen. Habe ich das Bett dabei? Nein, das habe ich natürlich zu Hause gelassen. Hallo, meine Freunde. Du hast nix? Blöder Idiot. Ach Mann, hier muss da noch eine Kiste sein. Kann doch nicht nur eine gewesen sein jetzt. Sonst finde ich immer bis zu zwei. Ja, da brauchst du gar nicht so zu gucken. Ich finde hier immer mindestens zwei. Für Diamanten zwei, also kann ich mir auch keine Spitzhacke machen. Ich könnte mir höchstens ein Diamantschwert machen. Hier ist ein größeres Haus, aber... Hier ist auch nichts. Was soll das hier überhaupt sein? Ein Tisch oder was? Ja, jetzt kommen die an ins Haus rein. Aber den könnte ich ja handeln. Der gibt mir Smaragd für Kohle. Was gibt der mir? Ne, jetzt mache ich lieber zu Hause. Dem Handeln. Da habe ich auch genug NPCs rumlaufen. Ja, jetzt ist nur die Frage, ob hier noch mehr Kisten versteckt sind. Ob sich das jetzt überhaupt lohnt, hier zu bleiben. Aber ich könnte mir das Getreide von denen auf jeden Fall klauen, weil da hätten wir schon mal wieder ein bisschen mehr zu essen. Und überhaupt könnten wir ja die Felder von denen weiterhin nutzen. Die Kuratur haben wir ja. Ich glaube, wir waren jetzt soweit in allen Häusern von denen schon drin. Aber das Weizen klaue ich mir von denen auf jeden Fall. Was davon fertig ist. Dann haben wir auch direkt ein bisschen Samen hier. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überfallen von irgendwelchen Creepern, während wir hier gammeln. Und die haben sogar mal relativ große Felder hier. Aber das größte Dorf... Oh, fuck, ich wusste es doch. Oh. Gut, dass es nicht eins meiner Felder war, sonst wäre ich jetzt vielleicht sogar sauer darüber. Tut mir leid, NPCs, euer... Ich musste hier was zerstören. Beziehungsweise der Creeper hat hier was zerstört. Boah, ich hasse Wasser. Zumindest hier im Spiel. Also, da hat Gronkh, glaube ich, echt nicht unrecht. Also, seitdem das Update gekommen ist, sind die Viecher echt extrem nervig geworden. Ich meine, ich mache die schnell platt, so ist es nicht, aber die machen die ganze Umgebung kaputt. Das kriege ich auf. Genauso wie diese Enderman. So, wie viel Weizen habe ich denn überhaupt? Wo ist denn mein Weizen? 22. Naja, viel mit Reißen können wir ja nicht. Ach komm, ich bin mal nicht so.
So, begrenzen wir den Schaden zumindest mal ein bisschen. Ich meine, so können wir später noch vorbeikommen und uns noch ein bisschen abgrasen hier. Ich meine, ist ja nicht schwer zu finden. Aber schon cool, oder so ein NPC-Dorf in der Art habe ich noch nicht gefunden im Spiel. Sonst war es wirklich nur aus so billigem Holz gebaut. Oder zumindest die Dächer hatten sie sonst nur aus Holz und nicht aus Stein. Können wir uns gleich wenigstens noch ein bisschen Brot machen. Ach, war ja noch gar nicht fertig, okay. Okay, ich glaube, dann haben wir soweit hier abgegrast, was wir abgrasen konnten. Ich mache nochmal kurz einen kleinen Sicherheitsrundgang, nur um sicher zu sein, dass wir wirklich nichts übersehen haben. Okay, unsere Anwesenheit hier lässt die Zombies hier sauer werden. Ich habe auch gelesen, die können sich jetzt infizieren bei den Zombies, ne? Dass die auch so Zombies werden können. Ey, Alter, das ist jetzt nicht normal. Und da kommt direkt der nächste Penner angelaufen. Alter, schwer, alter Vater. Ja, euer Dorf geht kaputt, weil der Penner da rumstehen muss. Fuck. Warum ist denn unser Haus kaputt? Ey, der verpisst sich jetzt auch nicht. Was soll das? Naja, ihr habt jetzt Lücken Hinterausgang. Und der Creeper hat's durch Dreck gecheckt. Sag doch, ist das ein anderer? Nee, das ist der Freund von eben. Boah, hat der das Haus hier weggesmasht, ey. Alter, das ist doch echt nicht normal, die Spawnrate von Creepern. Aber jetzt mal ohne Witz. Ey, da ist noch ein Feld. Also ich jetzt... Das Dorf sowieso halb im Arsch. Nehmen wir uns trotzdem mal mit, wenn jetzt ein Creeper am Haar steht. Wow! Ey, das ist nicht normal mit den Creepern. Das ist einfach nicht mehr normal. Ich guck mich trotzdem nochmal um, weil ich werde das Gefühl nicht bloß, dass wir hier was übersehen haben. Komm, ich mach dir die Tür auch wieder zu, damit du noch was lebst, Junge. Da hast du noch die nächste Höhle scheinbar, die wir erkunden können. So, der Samen kann auch nicht schaden. Da können wir uns hinten ein eigenes Feld machen. Aber will ich das jetzt erkunden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir gehen besser erstmal zurück da von der Stelle, wo wir bauen wollten. Sieht meine Rüstung jetzt aus? Ah, die ist ja total gedamaged. Also ohne den Explosionsschutz, das wären wir echt jetzt aufgeschmissen gewesen. Also das hätten wir nicht überlebt. Jetzt weiß ich nur nicht, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Ich musste einfach nur nach dem Steinklotz da Ausschau halten. Das war nicht in der Wüste. Man muss es aus der Ah, ich sehe den Steinplatz schon, okay. Boah, Alter, ist das Dorf jetzt hier im Arsch, aber da kann ich da ja nichts für. Das wollte ich eigentlich so stehen lassen, wie das ist. Ich weiß auch nicht, warum das so jetzt ist, aber das gehört wohl zu diesem Halloween-Paket dazu. Ach, das sind Kakteen. Wo sehen die denn so aus? Naja, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist das Texturenpaket echt geil. Überhaupt nicht viele Creeper und andere Viecher hier auf dem Weg. Oh, und weiter geht's mit einer neuen Folge Minecraft. Ich bin auf die Aufnahme unterbrochen. Entschuldigung, Leute. So, jetzt schnell zurück zur Basis. Wow. Ein Skeletto. Aber der kann uns mal. Ich finde keine Wegweiser mehr, nix. Bis da hinten war es auf jeden Fall richtig. Wo geht's dann weiter? Ich sag dir ja, Leute, ich werde mich hier 100 pro verlaufen. Da ist der nächste Steinklotz. Dann müsste doch eigentlich hier drauf weitergehen, oder? Ach du Scheiße, ich sehe nur grün. Und das sind nicht die Blätter gemeint. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir sonst reingegangen sind. Scheiße.
Shitty. Ich sehe jetzt auch nicht diese fliegenden Dinger. Oh, die Schweine, ne? Die tun mir jetzt überhaupt nicht leid. Die müssten jetzt erstmal dran glauben, weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Oh, drei Fleisch. Kann ich nicht aufnehmen, oder was? Komm, die Druckplatte brauchen wir nicht. Auch nicht. Also mein Dame den Stein kurz dahin gepfeffert. Gut. Dann war da die Höhle? Ja genau, da war unsere Höhle. Da muss doch in die Richtung weitergehen. Wenn ich jetzt ganz schlau bin. Ja, da mal den Klotz. Ich habe jetzt natürlich nicht den kompletten Weg jetzt hier ausgeklotzt. Hoho. Probieren wir es mal mit der Richtung. Erfahrungspunkte kommen zu uns. Ah, da hinten, okay. Wenn wir da sind, müssen wir den Weg eigentlich problemlos finden können. Oh, Alter, mit den Creepern ist ja echt nicht mehr normal. Ich habe schon lange keinen Baby-Creeper mehr gesehen. Also, da habe ich bis jetzt ein oder zweimal im Spiel gesehen, so einen Baby-Creeper. Die tun einem auch nichts. Aber die... Ich weiß nicht, oder haben die inzwischen wieder entfernt? Ich weiß es nicht. Bei alten. Bei der Version. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, bei einem 1. irgendwas war da auf jeden Fall noch Creeper bei. Creeper-Babys bei. Hä? Ja? Ach, da hinten. Kommen mir die Berge doch schon so bekannt vor, oder? Ja. Genau. Auf jeden Fall schon mal genug Samen dabei, dass wir uns auf dem Feld da oben machen könnten. Einfach nur mal zum Überleben. Sag nicht, wir hatten eine Höhle die ganze Zeit vor Augen gehabt, die groß wäre. Das kann nur so eine Mini-Höhle sein, ne? Ja, Mini-Höhle. Ja, genau. Ich hasse diese Mini-Höhlen. Ich denke, da freue mich jedes Mal, dass ich eine Höhle gefunden habe, aber sind doch diese TNT-Dinger. Gehen wir nach oben. Ich weiß gar nicht, wie viel Obsidian braucht man für so ein Portal. Ich überlege gerade, was dürfte nicht reichen, was wir haben. Ich glaube, da brauchen wir 8 Stück. Wenn ich mich nicht täusche. So. Dann haben wir die Bretter. So, ich muss jetzt mal einiges an Zeug hier ablegen. Auf jeden Fall die 2 Diamanten. So, das Eisenerz schmeiße ich mal gleich in den Ofen rein. Na, wo bist du denn, Eisi? Da bist du, Eisi. So, mal etwas über 20 an Eisen. Wenn das eine fertig ist, das dürfte ja nicht so übel sein. Ich muss mal eben hier alles in die Kiste verstauen. Ach, das brauchen wir doch nicht. So, den Weizen verarbeite ich gleich. Kies kommt... Pflasterstein, Kies, Kies. Okay, dann auch Pflasterstein, Pflasterstein, zack. Ich weiß noch ja nicht, woraus ich die Bude baue, ganz ehrlich. Ich glaube überwiegend Holz. Das reicht ja auch. Ich wollte jetzt hier nicht so riesiges, aufwendiges bauen. Eigentlich wollte ich sowieso nur die Gegend hier erkundet haben. Mehr wollte ich eigentlich nicht gemacht haben. Gut, da müsste ich auch schon Fleisch drin haben. Ah, deswegen kann da auch nichts machen. Okay. So ein bisschen Nahrung lagere ich hier besser mal, falls wir draufgehen zwischendurch. Das ist dann nicht so toll, wenn da das Zeug dann hier liegt. So, und jetzt... Komm, wir machen uns erstmal was zu essen. Zack, haben wir wenigstens ein paar Brote. Ja, so. Da dürfen wir ja noch ein bisschen überleben können. Da haben wir ja auch noch 34 Weizen. Also überleben tun wir auf jeden Fall noch eine Weile. Wenn ich mich jetzt nicht so blöd anstelle. So, 6 Obsidian haben wir schon mal. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, im Dorf hatten die auch noch ein paar. Aber da bräuchten wir mehr Diamant. ja. Obwohl, wir könnten uns ja auch ein Portal gießen. Das ginge doch auch. Naja, dazu später. Meine Pfeile sehen auch nicht mehr so doll aus. Ja, wir haben
kommt von allen nicht mehr viel. So, das Holz muss ich ja da mitnehmen. Aber ich will jetzt kein... Ich bin gerade überlegen, was für eine Art Haus wir überhaupt machen. Und überhaupt müssten wir sowieso alles mal ein bisschen ebenmäßig hier oben machen. Ja, ich will den Bogen mal erstmal hier rein. Solange wir bei eh nicht so wenig Pfeile haben, der uns gar nichts. So. Mehr hatte ich nicht an Holz. Da habe ich nochmal Eichenholzbretter. Erde. Eichenholzbretter. Muss eben mal ein bisschen sortieren, was ich hier überhaupt schon gesammelt habe. So, da haben wir noch einen 64er Stack Pflasterstein. Sand müsste ich mir auch noch besorgen für Glas. Ohne Glas ist ja kacke. So. Das läuft noch gut. Ich würde sagen, machen wir uns das hier eben mal ein bisschen ebenmäßig hier oben, ne? Ich dachte gerade, der wäre ein Creeper. Der hätte mir jetzt hier oben echt noch gefehlt. Wirklich. Mal gucken, muss ja nicht alles total gerade sein, sonst sieht es ja auch langweilig aus. Ich überlege gerade, was für eine Umgebung wir uns machen. Also bauernhofmäßig habe ich ja schon genug gebaut eigentlich. So ein China-Häuschen habe ich auch schon gebaut. Ich weiß noch nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, die Aufnahme habe ich auch ziemlich verkackt. Ich muss mal überlegen. Könnte man noch bauen, was ich noch gar nicht gebaut habe. Zumindest nicht in dem Stil. Ich überlege auch gerade irgendwas zu bauen, wo ich jetzt nicht unbedingt, wie nennt sich das? Wo ich jetzt auch nicht unbedingt, so ein Treppendach bauen muss, so ein vollständiges. Weil das ist ohne zu fliegen auch verdammt schwer. Ich könnte natürlich fliegen, aber dann bin ich automatisch wieder im Kreativmodus drin, dann habe ich alles wieder unendlich. Oder auch mal ohne zu cheaten irgendwas machen. Ich könnte das ja eigentlich damit verbinden, ne? So rein theoretisch. Dann hätten wir gleich einen großen fliegenden Kontinent. Brauche ich jetzt nicht mehr Erde mit? Ach egal. Ne, da ist doch ein 64er Stack Erde, ja. Also ich habe echt noch, währenddessen ich hier die Erde anbringe, überlege ich gerade, was wir in welcher Richtung bauen können. Vielleicht auch viel mit Glas, weil wenn man schon so eine Aussicht hier oben hat. Vielleicht auch ein Türmchen, ich weiß es gerade gar nicht. Schwierig, schwierig das Ganze. Schwierig, schwierig. So, aber die Aufnahme ist jetzt auch erstmal zu Ende. Ich werde vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zumindest offscreen machen, damit das nicht sich zu sehr in die Länge zieht. Also ich melde mich dann gleich wieder. Bis dann.